Herzlich willkommen zu diesem ACMP How-To Video. Mein Name ist Sascha Limberger und ich freue mich, Ihnen heute zeigen zu können, wie man mit dem ACMP einfache Softwarepakete über die Client-Commands generiert. Wechseln Sie als erstes bitte unter den Punkt Client-Commands erstellen. Innerhalb der Client-Commands gibt es ein Phasenmodell, wo Sie als erstes die Client-Commands generieren können. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, auf eine Testumgebung die Client-Commands auszuführen, um sie auszuprobieren und dann im Anschluss auch auf die weiteren Standorte das Client-Command zu synchronisieren. Wenn dann die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie es produktiv schalten, freigeben, um es über einen Container oder eine Abfrage auszuführen. Wir erstellen heute über den sogenannten Paket-Wizard ein neues Client-Command. Innerhalb des Paketwizards müssen wir nun erstmal einen Namen eingeben. Ich möchte mit Ihnen heute gemeinsam den Adobe Reader in ein Paket verwandeln. Beim Adobe Reader handelt es sich um eine MSI-Datei. Sprich, ich habe kein Setup, wo ich noch ein Parameter mit angeben muss, oder eine Automate-Datei, wo ich sogar die Installation aufzeichne, oder eine Portable-Applikation. Ich habe eine MSI-Datei, das ist immer so das Einfachste zum Verteilen. Hier kann ich jetzt neue Ressourcen hinzufügen. Den Adobe Reader habe ich natürlich vorab schon heruntergeladen und den in meinem Ressourcenordner platziert. Öffne ich einfach die entsprechenden Installationsressourcen, schaue hier nochmal nach, es gibt eine MSI-Datei, dann liegt hier noch ein Cabinet-Archiv, gibt es vielleicht noch eine MST, die ich mit angeben muss, ist in dem Fall auch nicht der Fall, einfach eine MSI-Datei, die ich verteilen möchte. Ich generiere das Paket, die Ressource wird hochgeladen und der Wizard ist schon fertig damit. Das Client-Command ist somit erstellt, ich kann es testen. Hierfür verschiebe ich es in den Status Testen, damit ich es in der Phase Testen selbstständig ausprobieren kann. Hier habe ich schon ein paar Test-Clients definiert, deswegen kann ich einfach einen Doppelklick durchführen, sage das Client-Command möchte ich gerne auf meinem Windows 10 Rechner ausprobieren und führe es aus. Nun startet das Konsolenskript, ich kann sagen, ich möchte es installieren und mein Rechner führt hier auch schon das Client-Command aus. Dauert ein paar Sekündchen, jetzt ist er hier schon fertig. Ja, haben wir genau das Protokoll schon, sehe ich, ja, das Ganze wurde erfolgreich verteilt. Jetzt kann ich natürlich auch direkt hingehen und das Ganze synchronisieren. Dafür könnte ich wieder einen Rechtsklick machen oder ich verwende unten den Button. Das geht natürlich auch. Ich bekomme hier eine Meldung. Es muss gar nicht synchronisiert werden, weil ich keinen weiteren Standort habe, sprich kein weiteres File-Repository. Das Client-Command befindet sich nun im Status freigegeben. Sage ich OK, gehe selber in den Status freigegeben und kann jetzt sagen, okay, dieses Client-Command möchte ich produktiv schalten und es freigeben. Somit kann ich jetzt auf allen Clients dieses Client-Command verwenden.